Ich mache euch heute einen herzhaften Hefezopf. Dafür braucht ihr 200 Milliliter Buttermilch, 1 Tütchen Trockenhefe, durchrühren und auflösen lassen. Eine Prise Zucker. Dann habe ich 300 Gramm Mehl. Zwei große Esslöffel Oliven- oder Rapsöl. Dann ungefähr einen Teelöffel Salz. Und zum Schluss habe ich hier noch 50 Gramm Schinken in der Pfanne angebraten, das fügen wir auch noch hinzu. So, jetzt müssen wir erstmal alles zu einem schönen Hefeteig verarbeiten. Nachdem der Teig schön verknetet wurde, wird er abgedeckt und ungefähr 2 Stunden an einem warmen Ort gestellt. Wie ihr seht, der Hefeteig ist um das Doppelte aufgegangen. Was ihr jetzt noch benötigt, sind 6 weichgekochte Eier, geraspelter Käse eurer Wahl. Ich habe hier geraspelten Gouda und dann benötigt ihr noch Salamischeiben und Schinkenscheiben. Das räume ich mal kurz beiseite. So, jetzt den Teig etwas bearbeiten. Und den Hefeteig jetzt in 6 Stücke teilen. Jetzt formt ihr aus jedem Stück ein Rechteck. So, das müsste reichen. Jetzt gebt ihr als erstes den geraspelten Käse auf euer Hefestück, dann nehme ich hier eine Schinkenscheibe
Das mit dem kleinen Rand und ein Ei. Jetzt rollt ihr das schön auf. Und an den Seiten schön zudrücken. So. Und jetzt ab aufs Backblech und daraus macht ihr jetzt einen schönen Hefekranz. Das nächste Stück. Macht ihr genauso. Ein Rechteck formen. Zur Hilfe könnt ihr immer noch ein Nudelholz nehmen. Dann geht es schneller. Dann wieder den geraspelten Käse drauf verteilen. Dann diesmal nehme ich Salamischeiben. So, dann wieder das Ei hinein und aufrollen. An den Enden wieder schön zusammendrücken. Der will nicht so richtig. So, und das macht ihr jetzt mit den anderen Hefeteigstücken genauso. Immer im Wechsel. Einmal Schinken, einmal Salami. Ich zeige euch gleich das Endresultat. So, wie ihr seht, der Hefekranz ist fertig. Die Eier sind alle gut verpackt. Jetzt lasst ihr den herzhaften Hefekranz ungefähr 30 Minuten abgedeckt an einem warmen Ort stehen. Dann packt ihr den Hefekranz bei Umluft 160 Grad für ca. 20 Minuten in den Backofen. Der Hefezopf ist fertig. Der Hefekranz vielmehr. Und ist super gelungen. Jetzt schneide ich euch mal einen auf, damit ihr das Innenleben sehen könnt. Wie ihr hören könnt, ist ja von außen schön knusprig. Und das ist die Innenansicht. Sieht doch super aus, oder? Die Zutatenliste, die werde ich euch unten in der Beschreibung nochmal detailliert aufführen. Wenn ihr das Ostern zum Brunchen machen möchtet, dann würde ich euch noch einen schönen frischen Salat dazu empfehlen und selbstgemachte Kräuterbutter. Die ist sehr einfach zu machen. Ich habe euch das mal hier schon mal fertig gemacht. Butter, 7 Kräuter und 2 Knoblauchzehen, etwas Salz und dann zusammenmischen, fertig. Die selbstgemachte Kräuterbutter schmeckt natürlich immer besser als die gekaufte. So, wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir doch bitte ein Like und abonniert mich.